So Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog, mein erster Motorvlog in 2018. Ja, dabei ist der Color Rider! Oh shit! Er hat die Ehre halt mal im ersten Motorvlog 2018, ja mit der R1, dabei zu sein. Ich habe heute eine Yamaha MT-125 von einem Abonnenten ausgeliehen. Auf jeden Fall nochmal danke an dich. Auf jeden Fall übel korrekt von dir. Ist echt eine geile Maschine. Ich finde sie auch wirklich bequem. Ja gut, ist ein bisschen leise, Standardauspuff. Aber ich bin total zufrieden. Also ich kann mir nichts Besseres gerade vorstellen. Ist ja eine 125er. Legal, alles legal. Legal Auspuff, legale Spiegel. Leider ist die hier offen, hat 40 PS. Ha, Spaß. Nee, ist echt ein geiles Moped. Also ich fahre heute das erste Mal richtig wieder nach einem Dreivierteljahr. Boah, der stinkt. Der stinkt derbe. So, wie gesagt, ich fahre heute wieder das erste Mal nach einem Dreivierteljahr und ich weiß nicht, es fühlt sich immer noch an, wie als würde ich jeden Tag fahren. Ich mache jetzt auch keinen irgendwie besonderen Motorvlog, ich mache jetzt einfach so einen ganz normalen Motorvlog ohne Veränderung. Ich mache so weiter, wie ich aufgehört habe, deswegen wundert euch nicht. Ich habe vorhin schon getankt. So, lässt du mich vorbei? Nice. Hier ist noch ein neuer Reifen drauf in der Schmierschicht. Deswegen fahre ich jetzt mal noch nicht so schnell in die Kurve. Und wenn ich gerade schon dabei bin, viele fragen ja immer noch, wie sieht's aus mit der Polizei? Ja, es gibt noch nichts Neues, was ich auch momentan gut so finde, weil ich schreibe bald Prüfungen und für mich wäre es einfach besser, wenn sich das noch ein bisschen verschieben könnte, dass ich nicht abgelenkt bin für die Prüfungen. Also, ja, bin ich gerade froh drüber. Ich habe meinen Führerschein ja noch, da bin ich auch froh drüber. Deswegen kann ich auch fahren, also ich bin jetzt echt... Ich bin letztens eine DT gefahren von einem Kumpel, aber das waren vielleicht 10, 20 Minuten und da habe ich einfach gemerkt, ich muss wieder fahren. Und heute war halt ein Tag, da hat mir ein Kumpel geschrieben, gesagt, ja, besorg dir mal ein Moped, lass fahren. Und ja, jetzt ist es soweit, ich habe eins gefunden, heute wird gefahren. Boah, Alter, ich hasse diese Straße, Alter. Scheiße, wie ich das alles vermisst habe. Ey, hier bin ich mit meiner EXT gefahren und, Alter. Nee, das war mit der EXT ziemlich krass, weil die... Also ich war sie zwar weich eingestellt, hinten, aber vorne war sie mega hart. Oh Mann, ich glaube schon wieder so viel Scheiße, Leute. Ich hab's so vermisst. Oh. Ah, meine Fresse. Ich hatte eigentlich vor, dass ich vor diesem Motorvlog noch ein anderes Video bringe. Da bin ich aber noch nicht fertig und ich denke mal, ich werde den Motorvlog als erstes hochladen. Einfach, dass ich wieder ein bisschen aktiv bin auf YouTube. Und danach wird das Video kommen. Wie kam die Polizei auf mich und weshalb? Da werde ich dann keinen Motorvlog machen. Also ich habe es schon aufgenommen. Ich werde im Hintergrund dann wahrscheinlich irgendwelche Ausschnitte noch von alten Videos hinschneiden und die Audiospur drüber. Dass ihr mal eine kleine Info habt, wie es bei mir aussieht oder ja, wie es passiert ist, besser gesagt. Ich werde auch mehrere Videos dazu bringen.
Weil ich bin euch schon eine Antwort schuldig, auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt auch schon lange nicht mehr gemeldet. Aber es gab auch Gründe. Alles dazu im Video dann. So, jetzt fahren wir mal in die Richtung Ulm. Ja. So, mit dem Crosshelm ist ziemlich komisch. Was heißt komisch? Alter, ich laber schon wieder so eine Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Scheiße. Ich habe heute auf Instagram gepostet, ob mir jemand ein Moped ausleihen kann. Am besten eine Supermoto. Weil ich wollte unbedingt keine Sportler fahren. Weiß nicht, 125er Sportler finde ich einfach nicht so geil, weil da fehlt einfach die Power dazu. Zu ballern oder so. Hier zwar auch, aber bei der Sportler, da muss schon genug Leistung da sein. Und jetzt hier die Naked, finde ich total geil. Also MT125 bin ich schon mal gefahren und wirklich kann ich eigentlich auch nur empfehlen. So. Meine Eier hier, oh, leck mich am Arsch, meine Eier, Mann. Okay, das ist schon ein bisschen kacke. Aber ich muss ein bisschen weiter hinten sitzen. Sorry, Bro. Oh, hier kann ich nicht überholen. Hier warten wir noch. Ja, okay, passt, easy. Ich benutze ab und zu immer noch die Motorbremse hier. Netter BMW. Tut es gut, wieder hier zu fahren. Hier bin ich gefühlt vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren jeden Tag gefahren. Immer zu finden. Einfach jeden Scheiß auf den Tag. Ha, meine Fresse. Das hat Bock gemacht, Alter. Das hat Bock gemacht. War ein bisschen Stopp. Na, guck. Hier ist man auch schnell auf 100, also es lohnt sich echt nicht, eine XC oder so zu kaufen. Wenn man sowas fahren kann, für 2 Jahre reicht es vollkommen aus. Gefällt mir. Aber ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr gefahren, wie gesagt. Deswegen kommt es mir jetzt ein bisschen schneller vor, aber ich meine, was will man in Deutschland mit einer 125er schneller als irgendwie 150 fahren? Geht natürlich auch, aber die Beschleunigung macht es aus. Ich habe mir jetzt auch keine EXC gekauft, um schnell zu fahren, einfach weil die Beschleunigung krass war und das war halt der Kick. Und fürs Aussehen natürlich, eigentlich fast. Ich habe mir die XC eigentlich fast nur gekauft wegen dem scheiß Aussehen. Oh Mann. Ja Leute, ist passiert, kann man nichts mehr machen. Einfach nur noch abwarten. Dann ist alles wieder gut. Muss ich jetzt halt nun mal ausbaden. Ja Leute, das reicht mal für das erste Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bei den nächsten Videos gucke ich mal, dass ich wieder ein Thema hinbekomme, was vielleicht interessant ist und nicht so ein random Vlog, aber ich musste jetzt einfach was aufnehmen. Ich glaube, ihr könnt das verstehen. Von dem her, haut rein, bis zum nächsten Mal. Oh Mann. Achso, ja, und guckt bei Color Rider vorbei, natürlich nicht vergessen. Ziemlich wichtig. Der alte Dude wurde auch bald 18. Also haut rein.